Taube. Oh, komm zurück, Vögelchen. Oh, die schnell genug reagiert, hätte ich sie gefangen können. Hoffentlich sieht mich niemand. Okay. Eigentlich sind das nur 12 Tauben. So. Was fehlt denn hier eigentlich noch? Eine Nebenmission? Black Cat. Machen wir beides. Und. Hier fehlt noch der Dämon. Hier Dämon. Hier, wo wir gerade sind, fehlt einmal Taube, Dämonen und einmal Blackheart. Aber merkt man, ich halte mich mehr im Süden als im Norden der Stadt auf. Hier sind noch Spider-Männer, Nebenmission oder Internetberühmtheit, Rucksäcke auf. Ich hoffe, ich einen Tag. Spider-Man spielen, wo ich mich nur darauf konzentriere, die Sachen zu machen. Bethesda! Ich muss hier noch 3 Schlägermissionen machen. Oh. Punk Spidey. So. Ich finde interessant, dass es... Komm schon! Die ist schnell! Süße. Haben wir. Ich dann erstmal hier diese ganzen Dinger. Ich mache jetzt sowieso, ich glaube, ich mache die Taubmission definitiv nicht mehr. Ich werde jetzt die Black Cat Dinger machen. Und dann. Das Bett. Das ist ja auch schon 20:40 Uhr. Ich habe morgen viel zu tun, ich weiß nicht, ob ich morgen. Also morgen werde ich erst meine Flussfilm schneiden, meine Dokumentation schreiben und ein bisschen lernen, bevor ich zum Zocken komme. Also vor der Zeit nach Fußball wird das sowieso nichts. Felicia glaubt, sie spielt mit mir, aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. Darf ich jetzt? Danke.
good, Spidey. Don't worry about it. Schnorte. Hey! Oh, ich hasse mein Antivirus bekommen. Felicia ist sehr fleißig, aber ich hole auf. Mal sehen, wo sie diesmal zuschlägt. Ah, da ist er. Ha! Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden, sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. Hm. Ich muss sagen, irgendwie ist der Anzug scheiße. Irgendwie gefällt mir der Anzug nicht. Nein. Ich glaube, es müsste der aus dem Original Spider mit Tobey Maguire sein. Der nicht so im Auge wehtun würde. Oh. Ich glaube, ich gehe einfach auf den Anzug. Weil ich den gerne hätte. Alter. Glauben. So. Jetzt sind wir noch da. Sind wir in der Quest. Dann gehe ich ins Bett. Ich will aber noch habe ich mir. Schlafen. So. Also dann speichern. Aus die Maus, Mickey Maus, ich bin raus. Euer Onkel Klaus. So. Bin hier. Hauptquest ist hier. Okay. Oh Gott, jetzt machen wir da weiter, wo wir gestern haben. Warte, na, mal schauen. Lass mal noch rüber. Ups. Kacke. Wollte ich gar nicht. Aber egal. Bullshit!
ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich noch eine Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg hat mir damals von 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dan. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superheld. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Moment mal. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Ziemliche Chaos. Miles! Miles! Peter! Komm schon, Peter! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz?
Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Jetzt sind wir mal zu Morales, kann das sein? Moment. Also, wie ich sagte, wir sind jetzt Miles Morales. Das ist verrückt. Ich muss drumherum. Gucken, was wir jetzt hier mit Miles machen können, dürfen, sollen. Los, Miles! Ich werde ihn finden. Miles! Ich weiß es. Okay. Dämonen. Ich kann außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen. Dadurch. Einfach unschuldig, ich verstehe das nicht. Doch da. Okay.
Würdest du nicht sagen, dass Stanley mich nicht gerade gesehen hat? Er stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Ich hab dich, Dad. Licht, der Präsident. Dad. Was auch der. Das ist krass. War schon krass, wenn man überlegt, dass Martin Lee dahinter steckt. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Dabei glaube ich, dass sich keiner besser oder mit am besten hinein führen kann in die Sache als Peter und seinem Onkel Ben. Den Mondendämmerung. Diese kleinen Wichser. Und der Preis geht abgeschlossen. Hui! Stufe 8. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann. Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenne dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen.
Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Wo ist ihre Stadt? Wir haben einen neuen Anzug. Mess. Ja. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Kostet 2. Kostet 3. Wir sind jetzt hoch im Norden, müssen hier in den Westen. Stört. Okay, hier habe ich eine Nebenmission noch. Hier nix. Oder auch der Motor war schon gut. Hier nix. Hier. Eine Taube. Ein Blackhead. Okay. Das ist interessant. Okay, holen wir uns hier die Taube. Taubenalarm. Ja, ich muss sie kriegen. Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Okay, also. Ich hasse diesen Typen. So sehr. Ups, zu weit. Da kriegen wir nichts mehr. Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Oh. Jungs, nicht erschrecken, aber ich glaube, die Korps suchen euch. Wow. Alter! Alter, ich kann gar nicht so schnell reagieren. Gar nicht so schnell reagieren, wie die auf einen mich schießen, diese kleinen Hurenkinder. Ich schwöre, deine Eltern hätten sie mal schlucken sollen.